Kleiner Robert klappt den Tisch. Nicht nur welche sehen, sondern auch fleißige Baumeister sein. Das wollen heute alle mit gelbem Helm in der katholischen Kindertagesstätte St. Franziskus. Denn Harry Hammer und Niki Nagel sind zu Gast im oberbayerischen Teissing im Landkreis Altötting und zeigen den Kids das Bauhandwerk zum Anfassen. Ein Vormittag der Extraklasse im Rahmen der Initiative Baumeister gesucht der bayerischen Bauwirtschaft. Sinn und Zweck des Ganzen ist natürlich einfach die ganzen handwerklichen Tätigkeiten wieder ein bisschen stärker in den Kindergartenalltag zu etablieren und dann auch in der Zukunft. Vielleicht springt der ein oder andere Baumeister auch mal ab und unterschreibt einen Ausbildungsvertrag. Ja. Wir bemühen uns, unsere Bauberufe entlang der ganzen Bildungskette zu platzieren und vor allen Dingen die Eltern auf die hervorragenden Chancen am Bau und bei den über 20 Bauberufen hinzuweisen. Da fangen wir gerne bei den Kleinsten an und das ist immer wieder überraschend, mit welchem Feuereifer die Kinder da dabei sind. Und da sieht man, Bauen ist Leben, gebaut wird immer, der Bau begleitet uns ein Leben lang. Das Nachwuchsprogramm Baumeister gesucht startet durch. Rund 50 Mal pro Jahr besuchen Harry Hammer und Niki Nagel Vorschulkinder in Bayern. Im Gepäck prall gefüllte Baumeisterpakete inklusive Werkbank und Werkzeug. Das Konzept stammt von der Ideenwerkstatt für Bildung und Kommunikation. Es gibt eine Nagelstation, es gibt eine Raspelstation, es gibt eine Station, in der quasi auch ein Zaun gebaut wird, das Dach gebaut wird. Das ist wirklich das Schöne an dieser Aktion, dass die Bayerische Bauwirtschaft es möglich gemacht hat, sowas zu machen, weil es einfach unglaublich Spaß macht zu sehen, mit welcher Begeisterung Kinder, man sieht es ja hier wirklich, bei so einer Aktion dabei sind. Und dann hoffen wir, dass sie halt dabei bleiben und sagen, das ist genau das, was wir mal werden wollen später. Darum geht's ja. Ziel der Initiative ist es, das Handwerk langfristig in den Kindergartenalltag zu integrieren. Macht es dir Spaß? Ja. Und ist es hier schwer oder leicht? Leicht. Was hast du denn schon gelernt? Pfeilen, Mauern, Nägel und Absägen. Und willst du später mal Baumeisterin werden? Ja. Was willst du da genau machen? Haus bauen, reparieren. Ein ganzer Vormittag mit Harry Hammer und Niki Nagel, die spielerisch die Baumeister in Spe bei handwerklichen Aufgaben begleiten. Zuerst wird gehämmert, gefeilt, genagelt und gebaut. Dann gibt es zur Stärkung eine ordentliche Brotzeit. Und am Ende bekommen die Kids noch eine Urkunde und ein Geschenk. Gespendet von der Firma Schlagmann. Naja, die Kinder sind natürlich noch jung, aber sie werden sich an solche Dinge dann doch der eine oder andere immer wieder mal gerne erinnern. Und damit es in der Erinnerung bleibt, haben wir auch diese Ziegelbaukästen gesponsert, damit sie zu Hause vielleicht einmal mauern können und die kann man wieder auflösen, kann man wieder neue Häuser bauen. Das ist die Idee dahinter. Um die fleißigen Baumeister kümmert sich auch das Unternehmen Kainzmeier. Denn die Baufirma hat auf dem Gelände einen LKW platziert, den die Kinder in Beschlag nehmen dürfen. Es ist eine Ehre für uns mitzumachen und wir haben schon mit anderen Kindergärten auch so Aktionen gemacht. Also nicht jetzt mit der Baumeister gesucht Aktion, sondern einfach mal Baustelle besuchen oder Baustelle anschauen. Schön, finde ich. Die Kinder haben schön mitgemacht, haben viel Spaß gehabt, waren alle begeistert mit dabei. Sehr schöne Aktion, wirklich. Beim Thema Bildung und Erziehung treten praktische Lernerfahrungen zunehmend in den Hintergrund. Diesem Trend möchte die Verbandsinitiative der Bayerischen Bauwirtschaft tatkräftig entgegenwirken. Daher werden landesweit in Kindergärten noch viele weitere Baumeister gesucht.